Shinobi ist einer dieser frühen Klassiker von Sega und ist auch immer über die Konsolengrenzen bekannt gewesen. Ich meine, Linien in Spielen gehen schließlich immer. Was auf den großen Konsolen bekannt und beliebt war, musste es natürlich auch auf den kleinen Handheld geben. Mussten hier allzu viele Abstriche gemacht werden? Was taugt Shinobi für den Game Gear also heute noch? Das Spiel wurde von Sega sowohl entwickelt als auch logischerweise veröffentlicht. Bei uns in Europa erschien es 1991 und wurde später 2012 auf der virtuellen Konsole des 3DS re-released. Das Spiel ist keine Portierung einer anderen Version, sondern eine reine Neuentwicklung extra für den Handheld. Die Geschichte ist relativ simpel. Terror und Zerstörung nähern sich dem Tal der Ninjas. Nachdem alle ausgesendeten Kundschafter nicht zurückgekehrt sind, gibt es nur noch eine Möglichkeit. Der rote Shinobi wird losgeschickt, um seine vermissten Kumpanen zu befreien. Shinobi ist dabei ähnlich wie die anderen Titel der Serie ein Plattformer, der mit einem Hack and Slash kombiniert wurde. Das heißt, dass ihr nicht nur Sprunghindernisse überwinden müsst, sondern auch mit euren Ninja-Waffen diverse Gegner erledigen müsst. Das Spiel besteht aus insgesamt 4 Level, die ihr in einer beliebigen Reihenfolge abarbeiten könnt. Ihr bereist eine Autobahn, das Tal, Wälder und einen Hafen. Ziel ist es, in jedem der Level den verschollenen Ninja-Kumpanen zu befreien. Habt ihr das geschafft, könnt ihr in einem anderen Level auch die Kontrolle über diesen übernehmen. Natürlich haben die dann auch spezielle Fertigkeiten, so hat der grüne Ninja zum Beispiel die Möglichkeit, einen Doppelsprung auszuführen und so vorher unerreichbare Gegenden zu erreichen. Wenn ihr die ersten 4 Abschnitte geschafft habt, schaltet ihr noch das 5. und finale Level frei. Natürlich erwarten euch in den Abschnitten auch besonders knackige Bosse, es kann ja keinen guten Plattformer ohne geben. Die verschiedenen Ninjas unterscheiden sich aber nicht nur in den Fähigkeiten, sondern auch in der Bewaffnung. So kommen zum Beispiel Schwerter, Sicheln und Ninja-Sterne zum Einsatz. Ihr könnt ja also einfach den Ninja auswählen, mit deren Bewaffnung ihr am ehesten klarkommt. Abgesehen von den speziellen Waffen haben dann auch alle, also bis auf den roten Anfangs-Ninja, Zaubersprüche, die ihr in begrenzter Zahl einsetzen müsst. Ich finde dieses Spielelement prima, denn es verleiht dem Ganzen etwas mehr Tiefe. Natürlich gibt es in diesem Spiel auch diverse Sachen einzusammeln. Ihr könnt Kisten finden, die dann Lebensenergie, Bomben und so weiter enthalten. Die Steuerung ist allgemein recht gut gelungen. Die Ninjas bewegen sich zwar alle relativ gemächlich, aber durch den Levelaufbau ist das nie ein Nachteil für euch. Euer Kämpfer reagiert immer gut und sofort auf eure Tasteneingaben und so muss das auch sein. Wie für einen Shinobi-Titel üblich ist das natürlich auch nicht gerade leicht geraten, aber mit etwas Übung auf jeden Fall schaffbar. Das Gameplay geht also allgemein angenehm flott von der Hand, bietet aber durchaus eine Herausforderung. Man merkt, dass das Spiel extra für den Game Gear entwickelt wurde. Die Grafik sieht für die eher eingeschränkte Hardware fantastisch aus. Die Level sind alle sehr detailreich und abwechslungsreich gestaltet und die Animationen sind stets treffsicher. Ich dachte, die Grafik ist gut, der Sound ist noch besser. Die Musik ist einfach nur fantastisch anzuhören und unterstreicht perfekt eine epische Kampfstimmung. Eine passendere Begleitung kann ich mir echt nicht vorstellen. Was taugt Shinobi für den Game Gear also heute noch? Ich bin ja jetzt erst dazu gekommen, mich mit dem Spiel für den alten Sega Handheld zu beschäftigen. Ich muss aber hier feststellen, dass mir da damals als Kind echt was entgangen ist. Das Spiel kann man heute immer noch super spielen und es macht echt Spaß. Die unterschiedlichen Ninjas verleihen dem Spiel eine willkommene Tiefe und das einzige, was ich zu meckern habe, sind Kleinigkeiten. So wäre eine Speicherfunktion klasse gewesen oder vielleicht 2-3 mehr Level. Ansonsten kann ich jedem das Spiel nur ans Herz legen. Das war der Test zu Shinobi auf den Game Gear. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne einen Daumen oder einen Kommentar da lassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.